Hallo, ich bin Pascal und neben mir steht Erik. Wir machen heute eine Dokumentation über den Beruf des Altenpflegers. Neben mir sitzt die Frau Fenske. Frau Fenske. In dem Beruf Altenpflege, sagt schon der Name, pflegen wir alte Menschen, die alleine zu Hause nicht mehr klarkommen oder so krank sind, dass sie einfach über den Tag verteilt und auch in der Nacht Hilfe benötigen. Was für Aufgaben habt ihr als Altenpfleger oder Altenpflegerinnen? Unsere Hauptaufgaben bestehen darin, medizinisch die Leute zu versorgen. Die meisten haben ja irgendein Leiden oder eine Krankheit, die versorgt werden muss täglich. Ja, natürlich müssen wir auch die Leute beschäftigen. Das wird denen sonst langweilig. Ja. Wir haben das heute schon gesehen, was wir alles anbieten. Das ist jeden Tag was Neues für die Leute, immer wieder neue Angebote. Das geht bis hin zum Backen und Kochen und so weiter, was wir mit den Leuten gemeinsam machen, einfach damit es nicht langweilig wird. Gab es in dem Beruf Altenpflege denn auch schon mal Zwischenfälle? Ja, da gibt es immer wieder Zwischenfälle, kleinere und größere. Zum Beispiel gehen unsere Bewohner auch mal gern außerhalb spazieren. Es gibt viele Bewohner, die nicht mehr zurückfinden. Dafür haben wir Möglichkeiten. Die Tür geht immer oft von innen, die können also auch sich außerhalb bewegen. Wir bekommen übers Handy dann sozusagen über einen Pieper die Information, da hat gerade jemand das Haus verlassen. Und dann sind wir auch ganz schnell hinterher. Okay, danke für diese Information. Danke für das Gespräch, Frau Fenske. Jawohl. Hallo, ich bin der Pascal und ich komme von der Pestalozzi-Oberschule in Hartha. Wir führen ein Interview, wie Sie halt quasi arbeiten. Dürfte ich wissen, wer Sie sind? Ich bin Charlene Möller. Okay, wie lange geht eigentlich die Ausbildung? Die Ausbildung geht 3 Jahre. Okay, braucht man dafür irgendwelche Voraussetzungen? Na, der Realschulabschluss wäre schon angebracht. Aber man kann die Ausbildung auch mit einem erweiterten Hauptschulabschluss absolvieren. Sollte davor aber, also in unserem Haus wäre ein FSJ angebracht. Ja. Wie viel verdient man hier ungefähr pro Lehrjahr? Es kommt drauf an, so im ersten meistens 500. Ah, okay. Was sind Ihre hauptsächlichen Aufgaben hier? Naja, dadurch, dass ich Azubi bin, versuchen die Fachkräfte mich halt schon mit einzubringen in die medizinischen Sachen. Die Grundpflege auf jeden Fall. Dann Blutdruck messen, Blutzucker messen, Insulin spritzen. Aber da ist dann natürlich auch meistens noch eine Fachkraft mit dabei. Beschäftigung auf jeden Fall ganz viel. Mensch, ärgere dich nicht, spielen. Spazieren gehen, Gartenarbeit ist auch im Sommer sehr angefragt. Dann gibt es auch öfters Ausflüge bei uns im Haus. Da gehen die Bewohner sehr gerne mit. Und wir sind halt dann meistens die Begleitperson. Was hat Sie dazu bewegt, diesen Beruf zu machen? Ich habe schon immer gerne mit Menschen zusammengearbeitet. Lassen Sie mich kurz überlegen. Ich glaube, in der 8. Klasse war ich schon mal hier und habe ein Praktikum gemacht. Und das hat mir so gut gefallen. Aber ich war mir dann doch irgendwie unschlüssig. Aber ich wusste auf jeden Fall, ich wollte irgendwas mit Menschen machen. Und dann hatte davor einen Sozialassistent gehabt, weil ich mir, wie gesagt, unschlüssig war und habe dann meine Prüfung hier absolviert gehabt und dann habe ich mir gedacht, ich arbeite gern mit den Menschen, das Team hier oder generell das ganze Haus ist super, die Kollegen, die sind immer eigentlich für einen da, wenn man irgendwie Probleme hat, kann man immer und ja, ich bin halt gern mit Menschen. Ja, das war's dann schon gewesen. Vielen Dank. Das war unser Bericht über den Beruf des Altenpflegers im Pflegeheim Pflege mit Herz. Der Beruf hat mehr zu bieten, als man von außen sieht.